Hallo Freunde von Bier von hier, eurem Kanal rund ums Bier. Wir wollen in unseren Videos ja auch immer ein bisschen den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund von Bieren und Bierbrauen erklären. Und in diesem Video geht es weit zurück ins alte Ägypten. Wer hätte gedacht, dass es im alten Ägypten schon Bierbrauen gab? Die ersten Aufzeichnungen, die belegen, dass die alten Ägypter schon Bier kannten und tranken, gehen zurück in die Zeit um 3000 vor Christus. Aufzeichnungen im wahrsten Sinne des Wortes, da es sogar ein eigenes Zeichen, eine Hieroglyphe für Bier gab. Für die alten Ägypter war Bier neben Brot eines von zwei Grundnahrungsmitteln. Bier wurde von den alten Ägyptern Hek genannt, ohne Garantie, dass das jetzt so richtig ausgesprochen war. Für die Menschen in Ägypten war Bier ein göttliches Geschenk, wobei die Monarchie ein regelrechtes Monopol auf das Brauen des Bieres hatte und sie kontrollierte auch die Produktion des Getränkes. Die größte und bekannteste Braustätte lag in Pelusium an der Mündung des heutigen Suezkanals. Man konnte teilweise mit Bier bezahlen und auch die Regierung bezahlte seine Beamten und Soldaten zu einem Teil mit Bier. Die Sklaven, die die Pyramiden bauten, erhielten täglich 2 Krüge Bier und im Verhältnis dazu 3 bis 4 Brote. Da soll noch einer sagen, dass die Sklaven nicht gut behandelt wurden. Immerhin konnten mit dieser ausgewogenen Ernährung Gebäude erbaut werden, die bis heute zu den eindrucksvollsten gehören. Natürlich haben höhere Gesellschaftsschichten auch mehr genießen können. Eine Königin erhielt 10 Brote und 2 Krüge Bier. Unter Kleopatra wurden die Regeln ein wenig verschärft. Sie gab zwar weiterhin die Bierkrüge umsonst aus, aber erhob die erste Getränkesteuer mit der Begründung, die allgemeine Trunksucht einzuschränken. Also da haben sich also einige Leute daneben benommen. Wie stellten die alten Ägypter nun das Bier her? Vermutlich hatte man das Rezept von den Babyloniern, von denen man lange das Bier hatte anliefern lassen, übernommen. Dafür wurden zunächst gekeimte Gerstenkörner zerstampft und dann auf einem Reibstein vermahlen. Zusammen mit ungekeimtem Weizenmehl bereitete man daraus einen Teig, der in erhitzten Tonformen gebacken wurde. Zur Herstellung von ca. 2,5 Litern Bier benötigte man ein angebackenes Brot, das zerbröckelt und mit vergorenem Dattelmus vermengt wurde. Durch die zuckerhaltigen Früchte setzte man nach Zugabe von Wasser die Gärung in Gang. Anschließend presste man die Masse durch ein Korbsieb und ließ sie in einem Bottich zu Ende gären. Gekocht wurde das Bier nicht, es war also ein Kaltbierverfahren. Je nach Geschmack wurde das Bier noch mit Anis, Safran oder Honig vermischt. Interessante Tatsache dabei: nahezu die Hälfte der gesamten Getreideernte Ägyptens wurde für das Bierbrauen genutzt. Gelagert wurde das Bier in Tongefäßen. Das nicht nachträglich verfeinerte Bier muss sehr bitter geschmeckt haben, da der Grieche Plinius die ägyptischen Biere als einen abscheulichen Trank bezeichnete. Gut, er war wahrscheinlich Weintrinker. Dennoch wurde Bier zur Heilung von Kranken verwendet in Ägypten. Der Bierschlamm wurde als Heilmittel verabreicht und die Ärzte der Pharaonen verwendeten Heilmittel, die Bier enthielten, unter anderem gegen Husten, Schmerzen und Verstopfungen. Ein Bad im Bier soll eine glatte und reine Haut verliehen haben, vielleicht ein Grund für die Schönheit der Nofretete und von Kleopatra. Die Wichtigkeit von Bier im alten Ägypten zeigt sich auch darin, dass es als Beigabe bei Bestattungen diente. So lässt es sich natürlich im Jenseits aushalten. Die heute bekannteste Biermarke Ägyptens heißt Stella. Ja, kennt ihr ägyptische Biere? Dann schreibt sie mal in die Kommentare rein. Könnt ihr auch mal ein paar Vorschläge machen. Ich hoffe, das Videoformat hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und vergesst nicht, das Leben ist zu kurz für schlechtes Bier.